Der Stern dreht sich wie in Super Mario 64. Das ist richtig schöne Detailarbeit. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spielestudio. Heute zum allerersten Mal mit einem Spiel von euch. Ja, wer noch nicht Bescheid weiß, dem möchte ich es jetzt nochmal sagen. Ich habe ein Formular erstellt, worüber ihr mir Spiele einsenden könnt. Das Formular ist unter jedem Part verlinkt. Sonst findet ihr das Formular auch auf meinem Discord-Server. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, auch wenn ihr mir noch mehr coole Spiele zuschickt. So die ersten Spiele, die ich jetzt bekommen habe, das sind alle von Vigolot. Ist auch okay, ne? Grüße gehen raus. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn von ein paar anderen Leuten auch was kommt. Aber gucken wir mal, ne? Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Also ihr merkt schon, ich habe hier wieder einiges runtergeladen. Ihr seht auch, die Facecam ist leicht verschoben. Warum, zeige ich euch gleich. Und das erste Spiel, was wir heute spielen wollen, das ist auch tatsächlich schon vom Vigolot. Und zwar der Thunfisch-Zerstör-Simulator. Das hat er selber gebaut. Die anderen Sachen, die er eingeschickt hat, hat er nicht selber gebaut. Aber ist ja auch okay, ne? Ich freue mich ja über allen Content, ne? Allen möglichen Content, den ich von euch bekomme. Ob es von euch selber ist oder nicht. Ja, Thunfisch-Zerstör-Simulator ist wohl irgendein kleines, dummes Minigame. Und ich sehe, hier sind auf jeden Fall schon ein paar witzige 3D-Objekte. Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich dann von Grund auf, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass er das selber designt hat. Also würde ich mich überraschen. Ach so, ja, und warum ich die Facecam verschoben habe, hat den Grund, dass ich das hier nicht mehr überdecken möchte. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie immer genervt, dass ich da über dem, ja, über diesem Knopf hier drüber war. Das hat mich irgendwie irritiert. Und deshalb habe ich mich jetzt einfach leicht verschoben. Ich denke, das ist okay. Und wir gucken mal. Also zerstör den Thunfisch mit A und wiederhole mit X. Das können wir hier machen. Und ich weiß nicht, ob wir sonst was machen können mit den anderen Objekten. Anscheinend nicht. Also entweder ich übersehe hier was, aber prinzipiell, also steht ja auch dran, ne? Thunfisch zerstören mit A und wiederholen mit X. Also das war wohl alles. Ich meine, ja, okay, ne? So ein erster Spielversuch, ne? So. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, ne? Weil, ja, wir zerstören den Thunfisch. Und sonst sehen wir noch ein paar andere Objekte, aber das war's. Ist okay. Mehr habe ich aber zu dem Spiel nicht zu sagen, ne? Aber ist in Ordnung, ne? Erster kleiner Versuch. Kann man natürlich machen. Und wenn wir uns das hier anschauen, also das sind auf jeden Fall schon ein paar Knotigste vorhanden, definitiv. Aber dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter zum nächsten Spiel. Das ist ein Spiel, was ich selber gefunden habe. Das, keine Ahnung, fand ich einfach ansprechend. Und zwar Cube One 3D. Ist wohl ein kleines 3D-Jump'n'Run. Und man läuft hier automatisch. Ey, das ist cool. Warte, aber ich muss mal die Steuerung muss ich noch rauskriegen. Aha. Okay, das scheint wirklich sehr interessant zu sein. Okay, wow, das... Also die Steuerung ist komisch. Die Steuerung ist komisch, aber ich glaube, das ist schon Absicht. Weil es fühlt sich doch irgendwie richtig an, ne? Gewöhnungsbedürftig, aber richtig. Das ist irgendwie... Also man muss sich hier immer so drehen, ne? Ich kann nicht genau entscheiden, in welche Richtung ich laufe. Sondern ich kann mich hier eben nur drehen quasi. Ich kann mich hier nur drehen. Und es ja, scheint ein kleiner 3D-Parcours zu sein. Ich hoffe, der ist nicht allzu lang, weil, ja, also ein bisschen komisch ist die Steuerung schon, ne? Wie gesagt, ich glaube, das ist schon so gewollt. Also es fühlt sich auch doch richtig an, aber auch komisch. Ich finde es übrigens auch toll, ne? Dass hier wieder Ingame-Musik drin ist. Also hat man wahrscheinlich auch irgendwie... ein Musiktool oder so, würde ich einfach mal schätzen. Ein Musikknotix. Ich weiß nicht, ob man da auch schon von Grund auf Musik drin hat oder ob man da auch selber Musik erstellen kann. Ich glaube, Nintendo gibt einem da wahrscheinlich
sehr viele Möglichkeiten, ne? So würde ich sie einfach mal einschätzen, dass beides geht. Vielleicht auch verschiedene Knotixe. Ne, ich glaube nicht, ne? Oder Unterarten von Knotixen. Okay, mit A kann ich springen. In Ordnung. Na hoppla. Und dann würde ich das hier aber doch mal ganz gerne schaffen, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, Steuerung ist komisch. Also ihr werdet euch wahrscheinlich denken, Alter Manu, was ist bei dir los? Aber die Steuerung ist wirklich strange. Also spielt es selber. Ich hab ja auch immer die Spiel-IDs habe ich immer. Auch in der Beschreibung, ne? Das sei an der Stelle auch mal erwähnt. Also wenn ihr jetzt irgendein Spiel selber spielen wollt, was ich in einem Part zeige, weil ihr es besonders cool findet, weil es euch gefällt, dann kann ich euch das auch ans Herz legen, ne? Also guckt wirklich in die Beschreibung, das lohnt sich. Gerade bei solchen Let's Plays ist da dann doch bisschen mehr als sonst drin. Aber ja, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und also glaubt mir, die Steuerung, die ist wirklich abstrus. Es ist cool, ne? Es ist cool, versteht mich nicht falsch. Aber komisch. Komisch, ne? Ich glaube, ich würde es so beschreiben. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wo muss ich als nächstes hin? Okay, da hoch. So, ich glaube, hier muss ich jetzt nach vorne, ne? Jawohl, das habe ich richtig gesehen. Ich konnte es nur gerade eben noch nicht umsetzen. Und ich glaube, da war schon das Ziel, Leute. Okay, ich glaube, da war gerade eben auch schon das Ziel. Also da war so eine gelbe Plattform. Und das sieht mir dann doch ziemlich nach Ziel aus. So, jetzt vorsichtig hier hoch. Und, oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein, oh, ich dachte gerade... okay, ich dachte gerade, ich falle an der Truhe wieder vorbei. Aber zum Glück nicht. Ja, Cube One 3D, definitiv cooles Spiel. Gefällt mir sehr gut, ne? Schönes kleines Level. Auch ein eigenes Gimmick quasi, dass der Würfel automatisch läuft, wenn man das überhaupt so nennen kann. Aber dass man auch nicht quasi in die Richtung lenken kann, wo man hin will, sondern man muss... Das ist schwierig zu erklären, spielt selber, wirklich. Aber, sondern man steuert quasi, wie man sich dreht, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, so beschreibt es wirklich am besten. Und ich glaube, wir haben aber heute tatsächlich auch noch Platz für ein drittes Spiel wieder. Und zwar würde ich sagen, spielen wir dann noch den Wall Jump Parcours. Auch der wurde mir von Vigolot eingesendet. Und das ist einfach anscheinend ein kleiner, süßer, knuffiger... Wandsprung-Parcours, jawohl. Und hier springen wir auch mit B. Ich weiß noch, bei einem von den letzten Parts, das mussten wir mit A springen. Und das war wirklich schrecklich. Did you know you can wall jump? Hold the left stick against the wall and jump. Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Also süßes kleines Männchen, ne? Der hat es auch relativ klein gemacht, das Männchen. In manchen Spielen ist es größer. Aber das kann ja im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Und jawohl, wir haben es geschafft. You got it. Jawohl. Okay, und dann geht es hier noch weiter. Lass mal gucken. Sehen wir schon, wie weit es geht? Okay. Also geht anscheinend bis da oben. Also auch wieder, na hoppla, auch wieder relativ überschaubar das Ganze. Aber gefällt mir, muss ich sagen. Ne? Gefällt mir. Hier auch eine kleine Hängebrücke. Ne, das ist schön. Und ich finde es auch schön, diese Mischung aus schwarzen und roten Blöcken, ne? Das gefällt mir dann doch auch gut. Ja, moin. Und da fail ich auch schon. Gut, und da sind wir auch schon wieder. So, ich hoffe, jetzt klappt es, ne? Ja, klar, ist schon ein bisschen gefährlicher hier, ne? Wenn man auch keinen Boden unter den Füßen mehr hat. Klar, da muss man da auch ein bisschen mehr aufpassen, ne? So ist das. Aber ich finde es auch sozial. Also hier hat er extra die Wand, hat er ein bisschen höher gezogen. So dass man auch nicht direkt hinten runterfällt. Also das ist auch schon sozial, ne? Man hat hier auch große Flächen so an sich. Ne, das kann man auch sagen. Ah, und jetzt sollen wir wieder so einen Walljump machen, ne? So ein Dreieckswandsprung nenne ich es ja immer ganz gerne. Weil ja, man springt im Endeffekt im Dreieck, ne? Kann man schon so sagen, ne? Und diese, also übrigens, diese Dreieckswandsprünge, die erinnern mich immer sofort an Super Mario Sunshine. Ne, ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich da immer an dieses Game denken. So, this might be pretty tricky. Okay, schauen wir mal. Darf ich jetzt hier den Boden nicht mehr berühren, oder was?
Ach so, doch, ja klar, ich darf den Boden berühren. Aber wir müssen halt nach da oben kommen, ne? Also wir haben, okay. Ja, sozial, also wir haben trotzdem noch den Boden als Auffangplattform, ne? Sodass wir uns da keine Sorgen machen müssen, sodass wir da trotzdem unendliche Versuche haben, ne, quasi. Beziehungsweise, außer wir fallen halt wirklich von der Plattform runter. Aber das ist eher unwahrscheinlich, würde ich sogar sagen. So, und hier rüber. Jawohl. Ey, solche Wandsprünge liebe ich ja auch, ne, so schräg. Schräg im Zickzack, ich liebe das. Muss ich wirklich sagen, also gerade in Super Mario 64 Hex, das sind somit eine der coolsten Passagenarten, die es überhaupt gibt. So schräge Zickzack-Wandsprünge nenne ich es einfach mal. Das ist so cool. Und ja, wo wir schon beim Thema Super Mario 64 sind, hier haben wir auch einen wunderschönen Stern. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Aussteller auch an Super Mario Galaxy gedacht. Ich glaube, man kann beides sagen, ne? Aber sehr schön. Hier noch so solche zwei Statuen, nenne ich es jetzt mal. Solche zwei Pfahle einfach. Und der Stern, der dreht sich sogar. Der Stern dreht sich wie in Super Mario 64. Das ist richtig schöne Detailarbeit. Also, das kann ich auch wieder appreciaten. Und noch ein kleiner Jingle, jawohl. Und dann werden wir auch wieder aus dem Spiel rausgeworfen. Ja, ich muss sagen, also der heutige Part, der hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Ich hoffe euch auch, ne? Wie gesagt, sendet mir auch gerne noch viele weitere Sachen zu. Ihr könnt selber Sachen bauen. Und wenn ihr aber keine Sachen selber bauen wollt oder nicht könnt, weil ihr das Spiel nicht habt, könnt ihr trotzdem auf mygawash.games, könnt ihr trotzdem schauen, ne? Vielleicht findet ihr was, wo ihr sagt, okay, das sieht aber auch interessant aus, ne? So hat es ja auch der Vigolot gemacht. Der hat ja auch ein bisschen auf der Seite gestöbert und dann ein paar Sachen gefunden. Und hier, Manuel, guck mal, das habe ich gefunden. Und zwar, um genau zu sein, ne, hier lief Lavaland und Bad Worms Fortress. Das hat er noch gefunden und mir zugeschickt. Und ja, das heißt, beim nächsten Mal gibt es Super Mario 64 Action. Deshalb würde ich sagen, lasst Abo, Like und Kommi da. Vor allem ein Abo, dass ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann ist alles wunderbar. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.